Hallo und herzlich willkommen zum F1 Manager 2023. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen zur zweiten oder dritten Aufnahme, denn Folgendes ist passiert. Ich wollte mich sehr gut wieder vorbereiten, ging auf Ergebnisse, ging auf Qualifying, weil ich wollte nachsehen, welchen Startplatz wir haben. Hatte dann in den vorherigen Aufnahmen immer so gesagt, welchen Startplatz, das wird mir ja gar nicht angezeigt. Jetzt, im Nachhinein, fällt mir auf, es ist Q3. Klar, Q3 geht ja nur bis Startplatz Nummer 10. Die darunterliegenden sind Q2 und Q1. Heißt, wir müssen das ein bisschen selber ausrechnen, ist ja kein Problem. Wir haben hier 11, 12. Also, Norris startet ab 13 und, ja gut, Piastri ist Schlusslicht, da braucht man nicht drüber reden. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt in den Grand Prix von Ungarn. Wir suchen natürlich jetzt wieder eine Strategie aus. Boah, gute Frage. Ich weiß nicht. A ist, ja, Supersoft, Medium, Hard. Ich weiß nicht. Also Hard ist nicht so mein Ding. Deswegen tendiere ich tatsächlich zu einer, oder beziehungsweise wir machen Hard und dann Supersoft. Was hält man davon? Wir gucken mal ganz kurz nach, wie der Reifenverschleiß dann ist. Das sollte eigentlich nicht so sein. Moment. So, dann machen wir das hier mal ganz kurz weg und dann machen... aktuelles Geschwindigkeitsziel. Oha, das kann man so einstellen. Ja gut, dann ist alles klar. Pass auf. Okay, wir brauchen eine Zwei-Stopp-Strategie. Weil Hard nutzt sich einfach zu sehr ab. Moment. Wenn wir jetzt aber sagen... Ja, nicht gespeichert. Ist okay. Hat er jetzt nicht gespeichert. Okay. Was ist denn, wenn wir sagen, Supersoft, Medium, Supersoft? Könnte man das mal editieren? Haben wir auch noch nicht gemacht. Supersoft. Pass auf, Supersoft wäre an der Verschleißgrenze. Wir können aber sagen, pass auf, wir gehen hier in der Runde und dann in der Runde. Dann wären wir, dann wären wir immer ganz knapp drunter, ne? Hier ist die... Ich meine immer noch, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, hier ist die Verschleißgrenze. Puh. Sollen wir das wagen? Ja, komm, wir wagen das. Wir machen bei ihm, werden nicht gespeichert. Nee, das soll einfach nur so gespeichert werden. Strategie aktualisieren. So, bei ihm haben wir das jetzt aktualisiert. Bei Norris, sollen wir eine vorgeschlagene nehmen? Boah, wenn wir die nehmen. Guck mal, dann sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt, ne? Pass auf, da machen wir nämlich einmal Supersoft, Medium Supersoft und einmal Supersoft, Hard Supersoft. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Weil hier gehen wir ein bisschen auf Nummer sicher, hier gehen wir auf Risiko. Weil mit Medium fährst du natürlich schnellere Runden. Wir starten jetzt einfach rein und gucken mal, was uns der Grand Prix erwartet. Gleich starten die 70 Runden beim großen Preis von Ungarn. Yes, of course. Und viele der Zuschauer sind gespannt darauf, wie es Fernando Alonso ergehen wird. Norris? Startposition 5 ist ein guter Ausgangspunkt. Wohin kann er es noch schaffen? Alonso ist ein Boss. In der F1 kann alles passieren. Das stimmt. Die Rolex zeigt mir an, es ist... Time to race. Ladies and gentlemen, start your engine. Hoffen wir auf einen Safety Car. Komm, wir hoffen auf einen Safety Car. Ah, hier riskiere ich noch gar nichts. Hier machen wir einfach auch mal auf. So, und dann starten wir natürlich mit Norris. Norris? Ah, ich wollte gerade sagen, Norris, 12. Okay, beide greifen jetzt erstmal an. Ein bisschen weniger Spritverbrauch. Bisschen mehr Spritverbrauch, Entschuldigung. Ein bisschen weniger Sprit am Ende des Rennens. Wir können natürlich nachher wieder auf ausgewogen machen. Das ist ja gar kein Problem. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Oh, Norris hält schon auf. Norris hält Bottas auf. Weil Bottas nämlich auf... Auch auf Supersoft. So wie wir. Yo, ich habe mich gerade voll erschrocken, weil die Reifen über uns gefahren sind. So, Spitzenreiter sind wir schon. Alter Verwalter, 5 Sekunden. Ist das im Real Life auch so? Also beim richtigen Rennen? Dass der Spitzenreiter direkt in der ersten Runde 5 Sekunden Vorsprung hat? Ja, wohl, kann sein. Bei Sainz und Leclerc
halten sich natürlich... Ja, gut. Entschuldigung, wir sind in der Kurveninnere. Wir müssten eigentlich besser abschneiden. Entschuldigung. Er macht... Ich übersetze. It doesn't matter, it doesn't matter. Oh Mann. Okay, pass auf, fahr wieder ausgewogen. Weil ich meine immer, ausgewogen... Hatte ich hier nicht auf hart gemacht? Ich meine immer, bei ausgewogen ist das... Bei ausgewogen ist das irgendwie immer... Na, jetzt sage ich nicht ausgewogener. Aber bei ausgewogen ist das irgendwie immer schneller, finde ich. Also irgend... Oder? Die anderen haben höheren... Oh, das kann sein. Die anderen haben höheren Reifenverschleiß... Wodurch wir natürlich wieder aufholen. Oh, das könnte sein. Ah! Mach zu, aber nicht zu brutal. Der fällt auf Medium. Der fällt auf Super Soft. Yo, was geht denn hier ab? Norris, was ist los? Why did it... Okay. Let's get back in the rhythm now. Ich glaube, Norris ist noch nicht ganz in der Spur. Wir müssen natürlich... Ja, wir haben das gesehen, Ocon holt Norris, haben wir ja gesehen, aber okay, da haben wir ein bisschen Vorsprung. Boah, die Kameraperspektive finde ich immer noch saugeil, ne? Und die finde ich auch ziemlich, eigentlich alle ziemlich cool. Wie der Helm so mitgeht, finde ich schon sehr nice. Der ist deaktiviert, das ist gut, schlecht. Weil wir haben eine Sekunde Rückstand gegenüber ihm, über eine Sekunde. Das heißt, wir können kein DRS nutzen. Zu kann natürlich DRS nutzen. Was er auch tut. Mist. Okay. Wir haben schon mittlerweile... Oh, die fahren auf Medium. Sehr riskant gegenüber den Red Bulls. Die versuchen natürlich jetzt ein bisschen länger draußen zu bleiben. Wir haben 92%. Wir haben mehr als die Medium. Wir haben echt... Also muss man einfach sagen, wir haben ein sehr gutes Reifenmanagement. Wir machen jetzt einfach mal zweifache Geschwindigkeit. Wir gucken nochmal ganz kurz, was der Norris macht. Der setzt sich gegenüber zu immer noch durch. Aber zu ist natürlich an unserem Heckflügel. Ich versuche natürlich jetzt einen Radiokommentator bei... Warte mal. Die Formel 1 hat ja gar keinen Radiokommentator. Die hat ja nur Fernsehmoderatoren. Die zahlen besser. Oh. Also, Norris sitzt. Ja, dann gehe ich jetzt zu. Ich wollte gerade sagen RTL, aber RTL überträgt er nicht mehr. Also zu Sky. Meine erste Wahl, Sky. Oh Mann. So. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins 16-fache Rennen. Und gucken mal, was. Wir werden echt durchgereicht. Was ist hier los? Nein! Are you okay? Unfall mit mehreren Autos. Zwei. Genau. Mehrere Autos sind zwei. Da ist kaum Spielraum mehr. Die Fahrzeuge berühren sich genau da. Ja, kein Problem. Wir sind volle Kanne in die Bande eingeschlagen, aber gar kein Problem. Das holen wir noch locker. Das holen wir noch locker auf. Ich glaube, der ist raus. Fahrer ist ausgefallen. Piastri, mein bester Fahrer. Are you okay? Oh Mann. Virtual Safety Car. Delta positive. Ja, im Virtual Safety Car können wir halt nichts reißen. Bei... Oh, Inbox. Ja, der hat uns einfach abgeräumt. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall bei den Stewards... Ende der virtuellen Safety-Car-Phase? Okay. Wir müssen bei den Stewards müssen wir einen Einspruch einlegen. Weil das war kein normales Rennen. Dilemma. Achso. Schnellste Runde. Ja. Also, jetzt gibt es die gelbe Flagge. Unfall mit mehreren Autos. Wo? Da sind wir also. Vor Kurve 1. So eng abgeschnitten. So viel sei gesagt. Das war ziemlich riskant. Das ist sicher ein Schlag für sein Selbstvertrauen. Aber meine Frage, also wenn wir Unfall mit mehreren Autos haben, und für die Crew, die in der fallen bei uns die Autos aus. Bei Mercedes nicht. Wir brauchen andere Reifen, wir brauchen ein anderes Chassis, das ein bisschen härter ist. Oh Mann.
Wir sind immer noch 18. Ja, ich sag mal so. Hülkenberg drehen, Kurve 1, ja. Obwohl, können wir uns mal kurz angucken. Also, bei RTL, bei Sky will man ja die... Okay, ist ja kein Anschlag. Will man ja die Spannung nicht rausnehmen, aber ich glaube, für uns ist das Rennen gelaufen. Ich glaube, für uns ist das Rennen gelaufen. Wir haben 4 Sekunden Rückstand gegenüber dem 17. Unser Topfahrer ist mal wieder ausgeschieden. Ich glaube, das ist das zweite Rennen, wo der ausgeschieden ist. Ja, müsste fast sein. Just had a snap. Oh, okay. Copy. Was hat er jetzt für einen Schlag bekommen? Da ist die Wiederholung. Ja, möchte ich gern sehen. Alles gut bisher. Das war's, da ist der Dreher. Letztendlich nur ein hilfloser Mitfahrer. Was hat er für einen Schlag bekommen? Der ist über die Curse gefahren. Die Curse sind doch kein Schlag. Ja, oh. Das wird eine knappe Kiste gegen Saisonende, glaube ich. Ja, sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass Piastri da noch was holen wird. Gehe ich mal schwer von aus. Wenn er jetzt schon Dreher hatte, wo der alleine fährt und die Reifen... Ja, okay, durch den Dreher sind die natürlich... Verstappen in Dreher... Okay, das wollen wir uns mal kurz angucken. Die Strecke ist nicht ohne... Auch ohne Einschlag. Die Strecke ist echt nicht ohne, ne? Boxenproblem. Okay, das brauchen wir uns nicht ansehen. Stroll hat... So hat Boxenprobleme. Wir sind 17. Wir müssen ja nur 7 Plätze mit Piastri, was unser... Piastri, hörst du gerade zu? Nein. Okay, Piastri ist halt unser zweiter Fahrer, der bringt nichts. Ne, was soll ich da machen? Also Piastri wird keine Leistung bringen. Ich höre euch immer noch. Oh, Piastri ist unser bester Fahrer. Piastri ist der Fahrer schlechthin. Piastri, da setze ich alle Hoffnung drauf. Der ist unsere Zukunft. Oh Mann. Okay, der ist in Box. In Box ist er noch vor uns. Ja, komm, öffnen. Wir wechseln genau auf Medium. Wahrscheinlich. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir auch wieder ein Boxen-Stop-Problem. Nein, haben wir keins. Okay. Wir sind 19. Wir wurden durchgereicht. Das ist kaum zu erwarten. Was ist jetzt los? Da ist ein Unfall mehrerer Autos verwickelt. Keine Ahnung, wer genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist. Wir müssen mal kurz gucken. Mehrere Autos, wie gesagt, heißt 2. Ja, okay, der hat den Vorderreifen tangiert, aber das war dann auch. Also viel ist da jetzt nicht wirklich passiert. Also, die Reifen sind noch kalt, ne? Boah, guck mal, was die abgebaut haben. Ja, aber gut, durch den Dreher, ne? Ist ja ganz klar. So, wir sind fabelhaft 19. Wir sind Letzter. Norris ist ausgeschieden und mit Piastri sind wir Letzter. Ich weiß nicht, aber Piastri, ich würde den so gerne abschießen oder beziehungsweise irgendwie so eine... Vielleicht muss der auch noch ein bisschen lernen, dass wir den in die untere Formelklasse setzen. Ich würde gerne den Testfahrer fahren lassen. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich muss mal ganz kurz, ich muss mal irgendwann mal schauen, ob wir den Testfahrer wechseln können gegen Piastri. Piastri hat wirklich keine Zukunft bei uns. Ist einfach so. Da muss ich jetzt einfach mal Tacheles reden. Ich höre euch zu. Also Piastri, ne? Also ich glaube, der ist unsere Zukunft. Oh Mann. Ey, wir sind 18. Wir sind 18. Wir haben noch 60%. Alonso in Kurve 3. Aber natürlich auch kein Einschlag. Unser ein einziger... Pass auf. Der Fahrer, der mit uns kollidiert ist. Der Fahrer, der fährt weiter. Unser Fahrer ist natürlich raus. Selbstverständlich. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Alter Verwalter, noch 30 Runden. Dreher an Kurve 2 ist auch kein Einschlag, ne? Sonst wird er stehen. Ich vermute mal ganz schwer, dann wird er stehen. Blockiert in Kurve. Der hat einfach nur die Reifen, sind da blockiert. Ja. Ich sag mal so, wir fahren unser Rennen. Wir machen ein paar Übungsrunden mit Piastri. Wir zeigen den Leuten Sponsoren. Deswegen macht er das.
Weil Mittelfeld wird ja nicht angezeigt. Das ist ganz schön clever von Piastri. Das ist wirklich clever von dem. Okay. Weil Piastri weiß, dass das Mittelfeld nicht so oft im Fernsehen angezeigt wird. Und unsere Sponsoren wollen natürlich oft im Fernsehen. Ja, ja, ja. Wollen natürlich oft. Okay. Copy. Reifen, ja. Öffnen. Nehmen wir die hier. So, bestätigen. So. Der weiß natürlich, der ist ja Profi, der weiß, dass das Mittelfeld nicht so oft im Fernsehen angezeigt wird und unsere Sponsoren wollen natürlich oft im Fernsehen erscheinen, dafür zahlen die auch viel Geld und deswegen fährt er als letztes. Das ist ganz schön clever von dem. Das ist ultra clever von dem. Dass der als letzter fährt, weil die zeigen nämlich immer nur die ersten zwei, ersten drei und den Letztplatzierten auch manchmal. Mittelfeld interessiert meistens nicht. Krass. Und vor allem, der hat Brain 3000. Vor allem muss er überlegen, der Piastri wird ja auch überholt vom Erstplatzierten und das kommt auch wieder im Fernsehen, wenn er überrundet wird. Ganz schön cleveres Bürschchen. Muss man einfach so sagen. Ja, gut. Aber trotzdem. Wir kriegen Sponsorengelder, ja, aber es bringt uns keine Punkte und wir brauchen Punkte, weil der Vorstand will natürlich zufriedengestellt werden. Und Piastri? Boah, ich hatte alle Hoffnungen, ich höre dich immer noch, ich hatte alle Hoffnungen in Piastri. Ist gemutet? Jo. Also ich hatte alle Hoffnungen in Norris, ne, aber tja. Norris ist leider ausgefallen. Mist. Schade eigentlich. Der ist von Startplatz 13 losgestartet. Der wäre bestimmt in die Punkte gefahren. Bestimmt. Letzte Runde. Ja, ja, ja. Okay, wir lassen natürlich weiterlaufen. Was soll jetzt noch Schlimmeres passieren? Außer 19. Ja. Außer 19. Platz. Was soll uns noch geschehen? Schlechter können wir nicht mehr abschneiden, meine Damen und Herren. Ist einfach so. Ich bin recht sicher, dass Lando heute nicht glücklich nach Hause gehen wird. Und der Teamchef. Das vorzeitige Aus ist zweifellos eine herbe Enttäuschung. Aber heute ist vorbei und jetzt muss man nach vorne schauen. Vorbei ist vorbei. Tja, Max Verstappen kann einen weiteren Podiumsplatz auf seine Liste schreiben. Wann sehen wir McLaren da oben? Nächstes Rennen? Der Fahrer hat für diesen Sieg alle Register gezogen. Oh man, okay, herzlichen Glückwunsch. Aber zwei Ferraris angeht, oben. Die haben in Budapest bestimmt Lust auf mehr bekommen. Und wir erst. McLaren, darf man nicht vergessen. Boah, haben wir einen Bock gekriegt auf einmal. Mann, haben wir einen Spaß bei dem Rennen gehabt. Mann, war das eintönig. Ist einfach Denken so. Denken wir an das Ergebnis. Wie geht es Ihnen unten bei McLaren? Dünnes Eis. Es war nicht das beste Wochenende. Ah. Beide Fahrer müssen sich steigern und zeigen, was sie können. Und das Team muss sie dabei unterstützen. Mach ich ja bei Norris, aber Piastri ist der Zug abgefahren. Und das beschreibt das Ende unserer Zeit hier in Ungarn. Beim nächsten Mal werden die Teams der Legende von Spa-Francorchamps ein weiteres Kapitel hinzufügen. Team Orlon beim großen Preis von Belgien. Oh, da freue ich mich drauf. Wir haben sehr gute Konstrukteure. Sind wir immer noch Achter? Okay. Schnellster Pitstop. Immer noch keine Punkte dazu gekriegt. Sensationell. Boah, der hatte alle Türen offen. Aber nö, der muss ja einen Unfall bauen. 3,1 Millionen. Boah, langsam wird das Geld echt knapp. Ich habe immer gedacht, boah, 3 Millionen, gar kein Problem, ne? Aber Fertigung abgeschlossen, sehr schön. Aber mittlerweile glaube ich, dass das Geld ein bisschen knapp wird, weil wir haben nur noch 4,271 Millionen und 151 Dollar. Ich hoffe, dass das ein bisschen reicht für die nächste Fertigung oder Forschung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.